Herzlich willkommen zurück bei EverQuest 2. Die Talung Syra, die steht jetzt vor einer schicksalshaften Entscheidung. Eigentlich war angedacht die Überfahrt nach Freihafen. Doch letzte Nacht hat sie einen Dunkelelfen kennengelernt, der hat ihr mysteriöse Geschichten erzählt über ihre Vergangenheit, ihre Ursprünge, wo sie herkommt, welchen Bezug sie zu einem mächtigen Dunkelelfenhaus hat, was vielleicht mal ein Arakenhaus war. Kurzum, sie soll auf keinen Fall nach Freihafen reisen, sondern sie soll nach Neriak reisen, in die Stadt der Dunkelelfen, die Stadt des Hasses. Und dort wird sie neben viel interessanteren Aufgaben und mächtigeren Belohnungen auch die wahre Vergangenheit über sich selbst kennenlernen. Und die Entscheidung war schwierig. Doch wir haben uns dafür entschieden, wir reisen nach Neriak. Und ich bin gespannt, was dort auf uns wartet. Und was die Talung Syra über sich selbst und ihre Vergangenheit und ihre Geschichte rausfinden kann. Neriak. Tevarin Kavalos. Hello, young one. Welcome to Neriak, the portal you came through. From your vessel is known as the Sea Gate and its power is quite phenomenal. Welche Art von Kraft? Teleportation. Wie weit kann man uns denn damit senden? In den Dunkellichtwald. Das hört sich interessant an. Also verbleiben wir jetzt nicht in der Stadt, sondern wir reisen erst in den Dunkellichtwald. Okay. Das kam sehr überraschend. Aber ich glaube, er hatte den gleichen Hausnamen oder Nachnamen, wie auch immer man das nennen mag, wie der Dunkelelf, der mich des Nachts auf der Insel des Hochfürsten noch zur Seite genommen hat und mir ins Gewissen geredet hat, ich solle doch nach Neriak reisen. Und jetzt sind wir hier und jetzt sind wir im Dunkellichtwald. Ist natürlich was los. Also Geräuschkulisse hört sich fast an wie im Urwald hier. Ja, hier gibt es schon die ersten Aufgaben. Ginvis. Gibt es irgendwas, wo ich helfen kann? Wir sollen jemanden unterstützen. Rotten Scum. Das heißt, wir müssen von diesen umherwandelnden Toten ein bisschen was wegmachen. Quasi Unkraut jäten hier im Garten. Wo haben wir denn unseren Begleiter? Den haben wir ja schon lange nicht mehr herbeigerufen. Der kann das mal in die Hand nehmen hier. Parallel können wir ja auch noch einen angreifen. So stark sind die, glaube ich, nicht. Und blind sind sie auch. Die können uns ja auch auf naher Distanz gar nicht richtig sehen. So, wir haben ja noch diese Glücksmöglichkeit hier. Was ich gerade feststelle ist, wenn man vorher die ganze Zeit Elder Scrolls gespielt hat, dann
Willst du hier beim Looten gleich auf R drücken? Funktioniert natürlich nicht. Gucken wir uns noch alles an falschen Tastenkombinationen, die ich hier versuche zu drücken. So. Den machst du und den mache ich hier. Bei der Gelegenheit könnten wir mal gerade gucken, was hier so los ist. Oh, nix. Wir sind alleine im Dunkellichtwald. Aber das kann vielleicht auch daran liegen, dass es im Moment fast 2:30 morgens ist. Und da kein Schwein spielt. Auf einem europäischen Server wohlgemerkt. Ein Alternate Advancement Point. Und ein Level Up. Eine neue Attacke. Eluakis Swipe. Und damit... Ah, das ist wichtig. Das zeigt uns schon mal, welche... Oh, schnell mal neue Hotbar machen, falls da noch mehr kommt. Call Water. Teleports Target to Caster. Und das hier... Ah, darauf habe ich ja schon gewartet. Den Begleiter kleiner machen. Aber das... Was war das denn jetzt? Da kann ich sehen, welche Tiere in Frage kommen. Also gezähmt zu werden. Das ist aber noch nicht die Technik, um die zu zähmen. Okay, naja. Das werden wir aber auch noch... rauskriegen, wie wir das machen. Hallo? Oh. Dann können wir nämlich hier so einen Bären zähmen als tierischen Begleiter. Ich weiß gar nicht, konnte man denn auch Wasser oder Amphibien konnte man, glaube ich, auch noch zähmen. Krokodile gibt es da hinten noch. Man kann schon eine Vielzahl von Tieren sich aneignen hier. So. Ich vergesse immer hier, ich habe hier dieses Lucky Break. Konnte ich nicht zu Ende machen, da war der schon hinüber. Ja, die sind jetzt ja auch schon grau von ihrer Schrift her. Das heißt, sie sind kein großes Problem mehr für mich. Gibt auch dann, glaube ich, keine Erfahrungspunkte mehr dafür, weil die einfach zu leicht sind, die Gegner. So, die Aufgabe haben wir erfüllt. Ja, habe ich. Oh, 4 Silber, 78 Kupfer. Die richtig dicken Summen werden hier aufgefahren. Kann ich nochmal helfen? Was können wir denn jetzt tun? Alte Rüstungsteile aufsammeln. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Die waren da oben. Ach, die sind von denen hier. Von den Soldaten. Wir müssen die Soldaten umhauen, damit wir an die Rüstungsteile kommen. Hello. So. 5 Soldier Trinkets. Achso, hier so. Ach, was war denn das jetzt? Ach, da. Was da so grün leuchtet. Das müssen wir einsammeln. Was möchtest du von mir? Ach, da müssen wir diese Bären einfangen. Und für den Bone Fragments. Auf der Karte kann man das ja auch schön sehen, an diesen markierten Bereichen, wo man dann was findet und zu welcher
Questers gehört. So, hier sind schon mal die Trinkets. Und da sind die Bärenjungen, die wir einfangen müssen. Da müssen wir dann hier diese Leine, die rechts so in der Questanzeige auftaucht, die können wir dafür verwenden. Machen wir mal dahin. Dann nehmen wir mal schon einen Bären mit. Und das letzte Soldier's Trinket. Yep, der braucht noch zwei Stück. Das haben wir fertig. Und da kriegen wir als Belohnung ein Stück Rüstung. Das sind diese schwarzen Armteile hier. Da müssen wir auch Soldaten und Defender. Okay, da sind, haben wir jetzt zwei Quests, die auf das gleiche Ziel gehen. Das ist schon mal ganz praktisch. Können wir zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. So. Und danach noch ein Bärenjunges. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber und hauen da die Soldaten und die Verteidiger um. Nice. Und den letzten. Ich muss ja zugeben, der Dunkellichtwald, eine der Startzonen, die mir auch heute noch am besten gefällt. Auch wenn ich persönlich einiges gerne umdesignen würde hier. Aber die Atmosphäre hier, die hat mich einfach eingefangen. Da müssen wir irgendwelche Pilze einsammeln. Ich glaube, die waren hier oder da. Ja, da sind die Pilze, aber wir machen erstmal hier weiter. Jetzt soll ich schon wieder R drücken. Ich glaube, wir können ja auch ein bisschen mehr anfixen an Gegnern. Hoffe ich, dass das geht. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Das kriegen wir hin. Ein bisschen Tempo reinbringen in die Geschichte hier. Jetzt haben wir irgendein Achievement erreicht. Den Untoten Killer, ja. Da gibt es dann noch verschiedene Ränge, umso mehr man von einer Gattung tötet an Monstern. Umso höhere Achievements bekommt man da auch. Wenn du nachher, weiß ich nicht, 100.000 Skelette getötet hast, dann bist du der Untotenvernichter. Der Skelettvernichter, der Untotenvernichter, irgendwie sowas. Immer weiter hier. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen vier Defenders. Das sind die
Zombies hier, die Untoten. Da ist noch einer. Bist du einer? Du bist einer. Das ist gut. Dann nehmen wir dich und dich noch dazu. Den Soldaten stört das da hinten gar nicht, was wir hier gerade machen. Jawohl. Mal 3 Quest abgeben. Merchant's Pouch, da haben wir noch 6 Plätze, aber ja, das ist jetzt nicht wirklich besser als das, was wir sowieso schon haben. Da müssen wir dann noch nach alten Waffenteilen suchen in der neuen Quest und hier kriegen wir eine Aufgabe, um da müssen wir auf der Brücke mit jemandem sprechen. Da geht's dann weiter. Hello. So. Kann man mal das neue Rüstungsteil anlegen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Da kriegen wir dann im Laufe der Questreihe hier im Dunkellichtwald dann auch noch die anderen Teile zu, dass wir nachher ein komplettes Rüstungsset haben. Was natürlich nur kurzfristig von den Werten her gut ist. Wenn es einem optisch gefällt, dann kann man das ja noch auf die Appearance setzen, damit man es dann weiterhin sieht, aber rein von den Werten, vom Nutzen her, ist es dann eigentlich nur für die Dauer des Questens hier im Dunkellichtwald interessant. Ansonsten danach brauchst du schon was Besseres.